Yo Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin Assassin's Creed Syndicate. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich haben wir doch hier irgendwo einen Brief bekommen. Wir sollten an deinem Kleidungsstil arbeiten. Was? Auf Sevenis zu greifen. Du siehst heute besonders tödlich aus, Jacob. Geheim, dreimal hoch. Dr. Elliotson hatte einen unerfreulichen Abgang. Ich hoffe, du hast hinterher aufgeräumt. Kein Ding, Pudi. Wo ist jetzt mein Brief? Einkommen einsammeln. Was hier? Auf Souvenirs zu greifen. Nee. Wagen entführen. Schönen Nachmittag, Meister. Jo, kein Problem. Aufrüstung und Waffen zugreifen. Auf den Schwarzmarkt zugreifen. Abstand zur Fracht verringern. Die Kutsche ist außer Reichweite. Ja, GG, ich will doch eigentlich nur wissen, wo der Brief hier ist. Unklar. Es bleibt noch viel zu tun. Was ist das hier? Auf Gang Upgrades zugreifen. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Ja, was haben wir hier? Sie finden mehr Sprengstoff. Es war noch Platz für bessere Fahrzeuge, um in die Rooksy-Straßen mit selbststabileren Kutschen. Wenn sie Rooks im Kampf schicken, öffnen sie im Kampf mit der gemeinsamen Salve. Verringern sie anfänglich Gesunde der Bleiders. Lol. Bleiders. Lol. Was hier? So, Upgrades, okay. Lol. Black Flag! Was hast du wieder angestellt? Hey! Gar nichts. Was will die von mir? Was habe ich hier? Aussicht genießen. Okay. Das will ich jetzt aber nicht spielen. Gut. Wie Sie wünschen. Wo bin ich? Ich würde dann jetzt vorschlagen, ich gehe zu B. Das machen wir dann jetzt mal. Komm, steige ich jetzt aus. Und dümpel dann jetzt zu B. Das ist der Plan, Freunde. Seid ihr dabei? Ich hoffe schon. Weil hier kann jetzt einiges passieren. Jetzt habe ich mal hier ein bisschen Zeug noch mit ein. Ja, was? Nein, Brudi, du sollst ja hoch. Ja. Fähigkeitspunkt erhalten. 7 verfügbare Fähigkeiten. Das heißt, ich kann wieder was upgraden. Na, das hört sich doch gut an, Freunde. Einfach nur runter mit dir, Brudi. Sehr schön. Platz da. Fähigkeiten. Was nehmen wir jetzt? Rand des Todes bringen. Ja, nehme ich jetzt das hier.
Level 6, Freunde. Dann ist hier noch Bier. Habe ich da Bier gehört? Nimm es nicht persönlich. Einfach nur kurz ausleihen. LOL. LOL, was war denn das gerade? Ganz ruhig. Nehme ich das auch gerade mal mit hin. Was? Ist das dein Ernst? Da ist recht. Wieder mal die ganzen Sachen mit. Kann ich näher noch machen, wenn ich dann bei dem Allmax dann bin. Wenn ich das dann mache. Deswegen kann ich erstmal durchlatschen. Jetzt rum die Kutsch. Dann mach ich das hier. Ruhig. Schlagzeilen. Das wird ja echt, das fühlt sich ja echt brutal aus. Holy moly. Mal sehen, was uns hier erwartet, Freunde. Ihr wisst es bestimmt schon, ich weiß es noch nicht. Aber das macht ja nichts. Ah! Oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gauner. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Ja. Der ist echt crazy drauf, der Typ. Holy moly. Warnung. Das Töten oder Lämmern der Schläger führt zur Desynchronisation. Lol. Wie viel? Bomben. Okay. Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder? Du
hast ein Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starek Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starek Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Ei, hallo? Soll ich sie aufmachen? Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Ich hab gesehen. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Pilze sind immer lustig, Freunde. Ich hab's im Hals. Oh, oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Ich bin ganz wackelig, Bess. Sie stehen unter Schock, mein Best. Das war ja... Bravo, Alec. Nur dank Ihnen, Jacob. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Ich fand mich außerdem sehr originell. Naja, bauen Sie noch mehr Bomben, dann kümmern wir uns um Stareks Propagandamaschine. Abgemacht? Ja, nice. Bell folgen. Wie er gleich tut, Alter. Als hätte ich ihn wirklich mit 450 km/h umgerannt. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Je länger wir Starek daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachen. Dann legen wir doch los, Alec. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesem Beruhigungsserum schwören. Also hat sie es auch nicht genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Nett von Ihnen, Alec. Aber Sie können wohl kaum an jeder aus der Tür klopfen. Mann, das, was wir immer machen. Immer willkommen. Was beweist das falsche Interesse? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen. Dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Überhand gewinnen und die schmutzige Lüge verdrehen. Alles klar, das klingt am Plan. Da haben wir ein bisschen die Sachen um, wie man es halt kennt, ne? Oder was? Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Und wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Ja, absteigen jetzt hier, komm. Schläger mit Klavialpumpen, Elektrizität, okay. Ich
sehen, wie warm deine Innereien sind. Ja. Können wir mal gucken. Kommst du, Brudi? Bell beschützen. Nice, sehr schön gemacht, Bell. Wir müssen hier über die Straße. Hier rein, oder was? Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Ja, ich komme. Okay, ich glaube, ich muss anders vorgehen. Ich muss diese Bomben aktivieren. Etwas fricklich, der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Ach, sehr schön. Solange das hinkriegt. Langsam ziemlich gefährlich. Grundgütiger, was habe ich gespürt? Ich hole ich mehr. Sieht ziemlich knapp, Moment. Oh Gott, das war das Letzte. Ich hätte das mit den Bomben früher machen sollen und auch vielleicht ein bisschen warten müssen. Bis ich alle drei hätte treffen können, aber das war jetzt ungestüm von mir. Aber es hat funktioniert, Freunde. Solange es trotzdem funktioniert, meine Lieben, ist ja alles in Ordnung. Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Ja gut, das ist schon ziemlich fortgeschritten, sage ich mal. Richtig cool. Huch. Hoppalöle. Das war my bad. So abhängig. Wowie, saui. Gut, hab ich einen 3. Und was nehmen wir jetzt? Da wird man unsichtbar, ne? Ja, wow. Die wird einfach unsichtbar. Die wird einfach unsichtbar, die gute Frau. Was nehme ich denn dann? Jedenfalls mal des Todes bringen. Ja, nehme ich das hier. Dann nehme ich das hier. Was hatte ich gehabt? Wenn Sie die richtige Person kennen, kosten Munition weniger als ich sparen.
Bierkutschen fahren. Überfallen Sie, um das Kind mit Geld zu erhalten. Kaufen die Pubs in der Stadt, um das Einkommen des Zuges um 530 Minuten die Kapazität des Safes zu erhöhen. Klingt auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube, wenn ich hier das mache, dann habe ich erstmal den Insider voll. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn ich das erstmal voll habe. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Neue Ausrüstungs... Was, ich muss anonym sein? Anonym? Fehlt Batman. Ich dachte, ich wäre anonym. Da oben ist ziemlich viel. Was ist das? Karl Marx und hier unten nochmal Karl Marx. Oh Gott, ich habe ziemlich viel Karl Marx. Da würde ich vorschlagen, was ist das Ausrufezeichen? Bloody Nora. Was haben wir hier? Ich würde sagen, ich gehe jetzt trotzdem erstmal zu Karl Marx. Und werde dann von hier dann nach oben pendeln. Ja, genau so mache ich es. Ruhig! Die Feuerwehr. Die muss ich, glaube ich, auch noch mal irgendwann entführen. Aus dem Weg, Freunde, aus dem Weg. Alle Patrick, die Stände nehmen wir auch mit. Oh. Sorry. So, dann gehen wir einmal hier hin. Ich schubse das Kind einfach rum. Komm hier. Das nehmen wir. Hier drüben war auch noch was. So, Freunde. Aber wie es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, Let's Get a Platin, Assassin's Creed. Nironier. Von Nironier. Euer Nironier ist jetzt offline. So rum, genau. Lasst den Tränenschritt. Yesa!